Investieren in Zeiten von Inflation und Rezession, das ist ein wirklich schwieriges Unterfangen geworden. Wo es sich jetzt noch lohnt, genauer hinzuschauen, das wollen wir jetzt besprechen mit Dr. Andreas Bischoff. Er ist Berater des Nova Steady Healthcare Fonds. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Bischoff. Ja, welche Sektoren halten Sie denn aktuell für attraktiv und warum? Ja, das sind diese Sektoren, die unverzichtbar sind für die Konsumenten, für die Kunden. Dazu gehören natürlich zu allervorderst die Basiskonsum. Güter, also Nahrungsmittel vor allen Dingen, Gesundheit gehört dazu, die Telekommunikationsdienstleister gehören dazu und auch die Branche der Versorger, also Energieunternehmen, also Stromunternehmen und Gaslieferanten. Die sind natürlich, auch wenn wir jetzt in Europa diese Gasprobleme haben, sind diese Versorger immer in Zeiten von Rezession doch Unternehmen, die nachgefragt, deren Produkt und Dienstleistung nachgefragt werden und deren Geschäft einigermaßen normal weiterläuft. Das sind in der Tat einige Chancen, die verschiedene Sektoren bieten. Aber schauen wir doch vielleicht genauer auf den Gesundheitsbereich. Vor welchen Herausforderungen steht dieser, Herr Bischoff? Naja, der Gesundheitssektor kämpft jetzt auch mit der drohenden Gasknappheit. Und das trifft zum Beispiel Hersteller von Glasampullen und anderen Gefäßen, deren Produktion relativ energieintensiv ist. Außerdem haben wir in den USA eine hohe Lohninflation im Gesundheitssektor, die dadurch noch verschlimmert wird, dass es auch eine Personalknappheit gibt im Gesundheitssektor in den USA. Und das sind natürlich Dinge, die aus Investorensicht, aus Anlegersicht bedacht werden müssen und die das Anlegen in diesen Zeiten jetzt nochmal zusätzlich etwas herausfordernder machen. Das ist in der Tat eine Vielzahl an Faktoren, die zu berücksichtigen sind bei Investments im Gesundheitsbereich. Wie stellen Sie sich jetzt mit Ihrem Gesundheitsfonds darauf ein? Nun ja, man kann ja die europäischen Hersteller von energieintensiven Medizinprodukten meiden. Im Gesundheitssektor sind das vor allen Dingen Hersteller von Verpackungsprodukten und Glasampullen, deren Herstellung relativ energieintensiv ist. Wenn man dann an die USA schaut, kann man diejenigen Geschäftsmodelle vermeiden, deren Modell besonders personalintensiv ist, also sprich die zum Beispiel die Krankenhausdienstleister, denn die leiden gleichzeitig unter der Personalknappheit und unter der Lohninflation. Man kann in diejenigen Unternehmen investieren, die davon profitieren, dass das Gesundheitssystem in den USA momentan nicht besonders stark genutzt wird, und das sind die Krankenversicherer. Und da gibt es auch noch spezialisierte Krankenversicherer, die zusätzlich von steigenden Zinsen profitieren. Insofern hat man dann schon Möglichkeiten auszuweichen. Eine andere Möglichkeit auszuweichen sind Distributoren im Gesundheitssektor, also Einzelhändler und Großhändler, weil diese Unternehmen den Vorteil haben, steigende Einkaufspreise relativ leicht an die Kunden weiterzugeben. Insofern gibt es schon Möglichkeiten, sich innerhalb des Gesundheitssektors, der ist ja sowieso relativ rezessionsresistent, die Gewinne wachsen immer weiter, ganz egal, ob jetzt Rezession ist oder nicht, kann man sich da schon gut positionieren und in diesen schwierigen Zeiten doch vergleichsweise sicheres Fahrwasser aufsuchen. Der Blick auf den Gesundheitssektor in Zeiten von Inflation und Rezession, hier gemeinsam mit Dr. Andreas Bischoff. Dankeschön dafür. Sehr gerne.